Hallo, sehr häufig werde ich nach dem Wert der 5 D-Mark Gedenkmünzen gefragt, die zwischen 1953 bis 1979 als Silbermünzen verausgabt worden sind. Insgesamt waren es 28 Stück. Entscheidend dabei sind die ersten 5, die ich im Folgenden gerne zeigen möchte. Wir haben hier das Germanische Museum. Das Germanische Museum, auch 200.000 Stück wie die anderen folgenden 3 verausgabt. Auch hier die Randinschrift Einigkeit und Recht und Freiheit. Als zweite Münze wurde im Jahr 1955 die Gedenkmünze zum 150. Todestag von Friedrich von Schiller verausgabt. Die Rückseite auch hier gut zu erkennen. Und bitte schauen Sie genau hin, denn es gibt Nachprägungen bzw. es handelt sich dann einfach nur um Medaillen, die auch als Privaterzeugnisse gelten und die auch nur den Schmelzwert haben. Die haben vielfach auch nur noch eine Silberpunzierung. Die Schillermünze hat die Randinschrift Seid einig, einig, einig. Als dritte 5 D-Mark Silber Gedenkmünze wurde 1955, also im gleichen Jahr, wo die Schillermünze erschienen ist, der Markgraf von Baden verausgabt, kurz auch Türkenlouis genannt. Die Rückseite sieht wie folgt aus und die Randinschrift Schild des Reiches. Ich bitte um Nachsicht, wenn das nicht so scharf geht. Die vierte Münze, die 1957 im November erschienen ist, da handelt es sich um die Münze zum 100. Todestag von Josef Freiherr von Eichendorff. Grüß dich Deutschland aus Herzensgrund. Das ist die Inschrift, die Randinschrift. Und die Rückseite zeigt auch, wie alle 5 D-Mark Gedenkmünzen, einen individuell gestalteten Adler. Die ersten 4 Münzen, wie gesagt, 200.000 Auflagezahl. Und hier sind wir schon bei der 5. Münze, die schon mit einer wesentlich größeren Auflagezahl versehen wurde. Hierbei handelt es sich um den 150. Todestag von Johann Gottlieb Fichte. Die Randinschrift, nur das macht glückselig, was gut ist. Die Rückseite, auch hier schon ein etwas moderner gestalteter Adler. Die Münzen zu Silber, also bestehend aus Silber, wiegen brutto 11,2 Gramm, 625 Teile sind reines Silber, also rund 7 Gramm. Alle weiteren Münzen ab Leibniz mit der darauffolgenden 7. Münze Humboldt kann man hinsichtlich des Wertes vernachlässigen. Diese Stücke haben bereits eine so große Auflagezahl, nämlich schon 2 Millionen und später auch wesentlich mehr, dass diese Münzen geringfügig über dem Silberwert notieren. Das war's zu den 5 D-Mark Münzen. Thorsten Hornung kann Ihnen gerne auch zu anderen Münzen den Wert mitteilen. Entweder schicken Sie mir eine E-Mail oder Sie rufen mich an. Oder Sie können mich auch gerne in Wiesbaden in der Wilhelmstraße 40 besuchen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.